Seit längerer Zeit ist die Lokalität gegenüber des Zwickauer Rathauses am Hauptmarkt verwaist. Vielen ist das ehemalige Citylight noch in guter Erinnerung, vor allem deshalb, weil man in den Sommermonaten hier von früh bis spät abends die Sonne genießen konnte. Ab Mittwoch zieht hier wieder Leben ein. Genau, also wir eröffnen am Mittwoch, um Mittag zum Beispiel, am 11.05. und freuen uns auch schon ganz doll drauf. Und das Konzept sieht zum Beispiel so aus, dass wir hauptsächlich Eisverkauf machen, Straßenverkauf, wie hier zum vor Ort zu essen, und Kaffee, Kuchen. Unser Eis unterscheidet sich so ein bisschen von anderen Eissorten, wie zum Beispiel, wir haben glutenfreies Eis, wir haben keine Konservierungsstoffe, keine Gluten, keine Farbstoffe, also sowas wie ein Schlumpfeis oder sowas. Sowas wird es bei uns nicht geben, aber trotzdem ist für Kinder halt gut gesorgt. Wir sind auch vegan-friendly, das heißt, veganes Eis nehmen wir auch mit rein, auch vegane Kuchensorten. Jetzt vielleicht am Anfang fangen wir mit ein, zwei Stück an und dann bauen wir das so peu à peu auf, um auch erstmal zu schauen, wie es ankommt. Und da tasten wir uns so ein bisschen ran. Und die Öffnungszeiten sollen eigentlich von 10 bis 9 Uhr sein. Wenn jetzt zum Beispiel im Sommer ganz, ganz lange noch die Terrasse oder sowas auf wird, dann können wir auch noch länger machen. Aber am Anfang, dass halt auch jeder weiß, dass man ab um 10 bei uns vorbeikommen kann. Genau. Wir haben uns auch wirklich bemüht, total authentisch zu sein. Alle Sachen kommen eigentlich aus Italien. Also wir haben eine ganz große Firma engagiert, die von Licht bis Stühlen, die ganze Deko bis hin die ganzen Tresengeräte und das ganze Eislabor, die sind halt wirklich nur speziell für Eiscafés zuständig und die haben das halt mit uns zusammen konzipiert. Und ja, ist ja auch, ich denke mal, ganz nett geworden, auch gerade auch von dem Objekt her und so. Das ist ja halt wirklich eigentlich eine kleine Perle, denke ich mal, in Zwickau. Also wir haben uns auch gedacht, dass zum Beispiel auch mal für die Mamas oder so, die mal mittags mal einen Kaffee trinken möchten oder so, dass wir auch mal was für die Kinder haben, dass die mal für sich sitzen können, und haben wir auch ein bisschen farblich gestaltet und sowas auch. Jetzt wird noch ein bisschen bunter, jetzt am Anfang starten wir erstmal so. Und am Mittwoch werden dann natürlich auch die Stühle draußen stehen. Ja, wir hoffen, allerdings, das ist ein kleines Problem, dass die Tische, wir hoffen Mittwoch, dass die Tische ankommen. Also da gab es ein großes Problem und also wir warten eigentlich tagtäglich, dass die Tische aus Italien auch noch angeliefert kommen. Und wenn sie nicht da sind, dann sind wir trotzdem... Dann müssen wir improvisieren und erstmal ohne öffnen. Und also Mittwoch wird da erstmal ganz eine kleine Eröffnung halt sein. Und ich denke mal, da braucht man noch nicht so Tische und Stühle. Dann wahrscheinlich erst Donnerstag, Freitag, da müsste es eigentlich... Also wir hoffen ganz, ganz stark, dass es halt kommt. Dann laden wir die Zwickau doch schon mal ganz herzlich ein und sehen uns sicher am Mittwoch. Ja, genau. Dankeschön.